Hallo und herzlich willkommen bei Session Music. Das ist das Yamaha CLP 470, Yamahas Clavinova obere Mittelklasse Serie. Die Modellreihe der Yamaha Clavinovas erstreckt sich ja über das CLP 430, 440. Dann geht es weiter mit CLP 470 und dem Topmodell 480. Wie man anhand der Serien- und Typenbezeichnung des Instrumentes erkennen kann, ist zwischen CLP 440 und 470 auch der größte Schritt, nicht nur von der Typenbezeichnung, sondern auch wirklich im Detail beim Instrument. Das fängt an mit folgenden Punkten. Wir haben ab diesem Modell CLP 470 keine normale Standard-Kunststoffmechanik mehr. Wir haben bei Yamaha hier eine Echtholztastatur verbaut. Das heißt, hier beginnt es bei den Clavinovas wirklich mit einem anderen Tastaturkonzept. Außerdem verfügt das Yamaha CLP 470 auch über eine synthetische Ivory-Beschichtung. Das heißt, in dem Bereich ist das Instrument deutlich griffiger als die Standard-Kunststoffmechaniken. Ja, was ist noch besonders beim CLP 470? Wir haben ein Instrument mit einer sehr, sehr hohen dynamischen Auflösung der Piano-Sounds. Wir haben vor allen Dingen auch in dem Bereich eine Tonerzeugung, die bis zu 256-stimmig polyphon ist. Also praktisch theoretisch könnten wir jetzt hier 256 Töne gleichzeitig spielen, was selbst für sehr, sehr fortgeschrittenes Spielen ohne Probleme die Möglichkeit bietet, hier alle möglichen Klänge auszuspielen, auch die entsprechenden Pedale zu nutzen, ohne dass das Instrument in irgendwelcher Weise an seine Rechenleistungsgrenze kommt. Ja, Details. Die Instrumentalklangfarben haben alle Bestandteile, was heute auch bei den Digitalpianos im oberen Preissegment vorhanden ist, wie zum Beispiel System Release Samples. Wir haben Seitenresonanz-Nachbildungen, wie beim akustischen Klavier. Das sind Details, wo man sehen kann, zum Beispiel, wenn ich bei dem akustischen Klavier Grand Piano 1 jetzt hier bei dieser Flügelaufnahme mal bleibe und ich drücke einfach mal hier oben Tasten, dann wäre das ja eigentlich auch wie beim echten Flügel, dass an diesen gedrückten Tasten momentan keine Dämpfer anliegen. Das heißt, die Saiten sind freischwingend und wenn ich jetzt eine andere Taste anschlage, dann müssten eigentlich diese Saiten logischerweise in Resonanz gehen. Also grundsätzlich Grundton und die ganzzahlig Vielfachen davon sind die Obertöne. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die Tasten Fis, B, Cis und Fis gedrückt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel unten ein Fis anschlage, dann müssen diese Saiten hier oben mit in Resonanz gehen. Man hört also, dass das Instrument in dem Bereich Saitenresonanzschwingungen mit realisiert, wie in einem wirklich akustischen Instrument. Drücke ich jetzt mal die Tasten hier oben nicht und schlage mir nur den Grundton an, wird man merken, Grundton und ansonsten passiert nichts. Das ist natürlich ein signifikanter Vorteil, da das Instrument nicht nur räumlicher dadurch wirkt, sondern auch wirklich die Interaktion der Saiten beim Spielen wie beim echten akustischen Instrument ablaufen. Das erhöht natürlich den Gesamtrealismus der Instrumentalklangfarben. Das CLP 470 hat zudem auch alle drei klassische Pedale mit verbaut, das heißt also unser normales Sustain-Haltepedal. Wir haben auch unser Leise-Pedal und wie aus den großen Konzertflügeln und großen Klavieren auch unser Sostenuto-Pedal. Die technische Unterscheidung, rechts werden alle Dämpfer freigestellt, das heißt, wenn ich das rechte Pedal drehe und ich schlage jetzt zum Beispiel eine Taste an, dann klingen alle Saiten lang aus und zwar bis zu dem Zeitpunkt, bis sie abgeklungen sind oder ich halt im Vorfeld das Pedal wieder loslasse. Die Pedale sind zudem nicht nur einfach Ein- und Ausschalter, sondern die Pedale des CLP 470 sind auch dosierbar. So kann ich natürlich auch schön sagen, die Töne sollen entweder kurz oder etwas länger sein oder wirklich lang ausklingen. Das heißt, die Dosierbarkeit der Pedale trägt natürlich auch zum ganzen Interpretationsgeschehen des Instrumentes mit. Das mittlere Pedal, das ist der Nuto-Pedal, hat eine sehr ähnliche, aber nicht gleiche Funktion. Das heißt, währenddessen ich hier im Sustain-Pedal trete und alle Dämpfer freigegeben werden, läuft das beim mittleren Pedal anders. Das heißt, ich schlage erst die Töne an, die gehalten werden sollen, drehe dann das Pedal. Diese Töne klingen lang aus, aber alle anderen angeschlagenen Tasten bleiben kurz.
Besonders interessant die Funktion zum Beispiel, um lange Bassnotationen stehen zu lassen. Gerade wenn man komplexere, klassische Stücke realisieren möchte, natürlich eine sehr, sehr wichtige Funktion. Das linke Pedal, das klassische leise Pedal oder was auch beim Klavier der Moderator-Filz aufruft, haben wir auch in dem Bereich, das heißt zum Abdämpfen der Klangeigenschaften. Hier wird das Instrument leiser und natürlich auch weniger Obertöne. Ohne Pedal. Nochmal mit Pedal. Natürlich interessant für auch klassische Literatur, beziehungsweise fördert natürlich nochmal die Dynamik. Die klanglichen Möglichkeiten des CLP 470 gehen zudem über Klangbearbeitungsmöglichkeiten im Display und im Bereich der Bedienelementkontrolle. Das heißt, hier habe ich über den Brillanzregler zum Beispiel die Möglichkeit, die klanglichen Eigenschaften der Instrumentalsounds nochmal zu verändern. Beim Pianoklang würde das zum Beispiel bedeuten Mellow. Ich habe einen sehr weichen, eher mit weniger Obertönen versehenen Grundklang. Und das Ganze ist regelbar bis zu der Einstellung Bright. Damit wäre das Instrument mit sehr viel Obertönen, sehr viel Attack. Interessant zum Teil für Literatur, Rock, Pop, Boogie Woogie. Man kann also die klanglichen Einstellungen des Instrumentes an den persönlichen oder musikalischen Bedarf anpassen. Ja, allgemein zu den Klangfarben. Das Instrument hat quasi ein doppelbelegtes Bedienfeld. Das heißt, für jede Klangfarbe, die hier zur Auswahl steht, gibt es über den Variation-Button hier auf der Seite quasi nochmal eine A-B-Variation. Hier liegen dann zum Beispiel verschiedene Klangfarbenkombinationen auf dem Taster für klassische Vibraphon oder Gitarre. Das heißt, hier kann ich über einen Schalter, über die Variation dann umschalten. Die Hauptklänge gehen über verschiedene Piano-Sounds, elektronische Piano-Sounds, über klassisches Cembalo, klassische Orgelregister, Hammond-Register, Streicher, Chöre, Vibraphon und Gitarre und verschiedene Bässe. Die Möglichkeiten, hier auch ebenfalls Bassklangfarben zu realisieren, ist natürlich ideal in der Kombination der sogenannten Split-Funktion. Das heißt, ich kann die Tastatur unterteilen an einem frei wählbaren Punkt zwischen einer Bassklangfarbe und zum Beispiel einer Pianoklangfarbe. Interessant für Jazzliteratur. Ich wähle erst meinen Zupfbass, aktiviere den Split-Punkt und aktiviere als zweiten Bereich den Piano-Sound. Jetzt habe ich in der linken Hand meine Bassklangfarbe und im rechten Bereich mein Piano. Zusammen habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, Piano-Bass-Begleitungen zu spielen. Der Splitpunkt beim CLP 470 ist frei wählbar, indem ich einfach die Split-Taste gedrückt halte und wahlweise einfach eine Taste anschlage, kann ich den Übergangspunkt definieren. Bis zu der Note ist der Bassklang aktiv und ab der nächsten Note der Pianoklang. Des Weiteren kann das Instrument auch Klänge miteinander kombinieren, zum Beispiel Piano plus Streicher, indem ich einfach beide Tasten zusammendrücke. Wir haben auch klassische Orgelregister zum Beispiel.
oder einen typischen Chor. Diese kann man sehr schön in Kombination spielen. Auch Musiker für Interesse barocker Literatur. Wir haben beim CLP 470 einen sehr schönen Cembalo-Klang mit dabei, der sogar die typische Loslassmöglichkeiten, den sogenannten Sample Trigger, das heißt beim Loslassen, nicht nur beim Drücken der Tastatur, sondern auch beim Loslassen der Tastatur, wird hier nochmal ein Sample gespielt. Beim Cembalo wäre das zum Beispiel dieser Federkiel-Abriss-Effekt. Das natürlich die Authentizität der Klangfarbe mit erhöht. Das CLP 470 hat zudem serienmäßig eingebaut einen Zweispurrekorder. Sehr interessant, vor allen Dingen für Übungsmöglichkeiten. Ich kann linke und rechte Hand getrennt einspielen, aufnehmen und nochmal dazu spielen. Interessant für vierhändige Literatur oder einfach mal, um sich ein paar Begleitspuren einzuspielen. Zudem haben wir serienmäßig ein eingebautes Metronom, das sowohl in Tempo, in Taktart, in Lautstärke oder sogar auch in Betonung auf erste Schlagglocke oder ähnliches hier serienmäßig mitgenutzt werden kann. Aufnahmen, die man im Instrument erstellt, können an der linken vorderen Seite am serienmäßigen USB-Anschluss natürlich auch wie gewohnt auf einen handelsüblichen USB-Stick ausgespielt werden, als MIDI-Datei, um dann zum Beispiel in Notendruckprogrammen oder ähnliches importiert werden zu können. Ja, CLP 470, ein Instrument der oberen Mittelklasse bei Yamaha, auf jeden Fall ein Instrument, was sehr stark fokussiert ist auf den Einsatzbereich klassisches Klavier. Und nicht ganz so viel verspielte technische Funktionen beinhalten. Allerdings die Funktionen, die hier drin sind, sind auch qualitativ auf sehr hohem Niveau. Zudem hat sich Yamaha auch gehäusetechnisch sehr schön was einfallen lassen. Das Modell gibt es also wie hier im Standardfurnier Rosewood, also quasi ein dunkles Palisanderholz. Oder wahlweise auch in einem klassischen Hochglanzschwarz. Viele der Pianisten haben in den letzten Jahren gesagt, sie würden gerne darauf verzichten, allzu viel von der Technik zu sehen. So hat sich Yamaha in der Modellserie hier entschieden, im Deckel des Instrumentes eine zusätzliche Fräsnut hier einzubringen, was die Möglichkeit bietet, einfach durch ein Stück Vorziehen der Abdeckung die Technik zu kaschieren. Außerdem hat das Yamaha CLP 470 für alle, die halt gern auch mal mit Lehrer, Schüler oder Vierhänder spielen und das vielleicht auch zum späteren Zeitpunkt des Tages, die Möglichkeit, an der linken Unterseite zwei Kopfhörer gleichzeitig zu betreiben. Ja, Yamaha CLP 470 auf jeden Fall qualitativ ein sehr hochwertiges Instrument, was musikalisch wirklich Spaß macht. Eigentlich auch so ein bisschen weit einer meiner persönlichen Favoriten der Instrumente, die momentan gerade am Markt sind. Zum Abschluss möchte ich gerade noch mal ein paar Takte spielen, damit man auch von den restlichen Klangfarben ein bisschen Eindruck bekommt. Ansonsten, wie gehabt, Session Music ist natürlich auch bei uns. Alles, was Sie hier sehen an Instrumenten, können Sie bei uns in den Filialen antesten, spielen. Sie können die Instrumente online bestellen. Sie haben natürlich unser komplettes Servicepaket mit 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtauschmöglichkeiten. Sie können bei uns im Haus Instrumente finanzieren. Sie haben jede Menge Servicemöglichkeiten. Fragen Sie uns einfach, schicken Sie uns eine E-Mail, kommen Sie bei uns ins Haus. Mein Name ist Peter Schips und hier nochmal ein paar Töne aus dem Yamaha CLP 470. Viel Spaß!